Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei HSE und für uns alle ist jetzt ein ganz besonderer Moment. Musik ist die Sprache des Herzens und wenn jemand Musik auf besondere Art und Weise zu uns bringt, dann geht sie direkt ins Herz. Und genauso jemanden haben wir heute hier bei uns. Mit 5 Jahren hat er Jugendmusiziert gewonnen. Mit 5 muss man sich vorstellen, dass wir alle anderen noch im Sandkasten gesessen haben. Und damit begann seine Karriere. Mit 10 Jahren hat er schon sozusagen eine eigene Aufnahme gemacht von den Mozart-Sonaten. Das Ganze unglaublich hat sich in eine internationale Karriere verwandelt. Und die größten Geiger unserer Zeit sagen, er ist der Geiger, nicht nur unserer Generation, sondern dieses Jahrhunderts. Ich freue mich sehr, hier heute David Garrett begrüßen zu dürfen. Und lassen Sie uns in den folgenden Film kurz hineinschauen. Bei HSE. Mein lieber David, ich begrüße dich ganz herzlich. Judith, danke schön für diese ganz, ganz lieben Worte. Oh. Vielen Dank. Wir haben uns kennenlernen dürfen schon vor einiger Zeit. Und sofort habe ich gesagt, Mensch, es wäre so großartig, wenn du mal hier zu uns zu HSE kommen würdest. Weil du bist nicht nur ein großartiger Musiker, darüber werden wir gleich sprechen. Aber du bist ein so nahbarer und ein so bodenständiger Mensch. Ich versuche es zu sein. Doch, das machst du. Und bei der Karriere ist das nicht selbstverständlich. Das gibt es auch komplett anders. Ich glaube, wenn man so lange im Geschäft ist, muss man freundlich sein, höflich sein, eine gute Disziplin an den Tag legen. Also so diese ganz normalen Dinge, die ja auch im Alltag wichtig sind, im Zwischenmenschlichen. Mhm. Und warum soll man die verlieren, nur weil Sachen gut laufen? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man da viel Demut an den Tag bringen sollte, gerade weil man viel Erfolg hat. Wunderbare, weise Worte. Und du weißt, dass wir hier bei HSE immer tolle Sachen für unsere Kunden anbieten. Ich weiß. Und deswegen bin ich hier. Deswegen bist du hier, genau. Und du hast ein Buch geschrieben, deine Autobiografie. Ja. Die liest sich wie ein Krimi mit Höhen und Tiefen. Absolut. Und Farben da drin deiner Welt, die einfach atemberaubend sind. Und etwas, was wieder typisch David ist, du hast sie auch noch alle Hand unterschrieben. Ich habe für den heutigen Tag erstmal gesagt, komm, was können wir den Zuschauern und Zuschauerinnen Gutes tun? Ich habe erstmal tausende Exemplare unterschrieben, weil ich gedacht habe, wenn ich schon hier bin, dann machen wir das richtig mit einem tollen Aufschlag. Und ich freue mich, wenn natürlich der ein oder andere hier anruft. Ja, ganz genau. Sie dürfen übrigens während dieser Sendung auch hier eine kleine Nachricht hinterlassen, indem Sie über die App, da haben wir nämlich eine Funktion, Fragen stellen. Unsere Stammkunden oder kennen das. Oder Musikwünsche. Oder Musikwünsche. Ich habe die Geige dabei. Er hat euch überlassen. Das ist eine Aufforderung. Ja. Also David hat eben schon in der Zwischenpause, in den 60 Sekunden, die wir hatten, hat er schon gespielt und wir waren alle schon zerschmolzen, muss man wirklich sagen. Seine Biografie ist hier bei uns limitiert, vor allem die unterschriebenen Exemplare. Man muss sich das vorstellen, man müsste sonst reisen, um dich zu sehen, was sicherlich großartig ist, weil deine Tournee beginnt ja bald, da sprechen wir auch drüber. Aber dass man so ein Exemplar bekommt, wo du selber unterschrieben hast, das ist schon außergewöhnlich. Und bitte, es ist super, super spannend. Und im Sommer zu lesen, für mich ist das immer die Lesezeit. Ja, ich dachte, das ist ein guter Zeitpunkt, nochmal aufs Buch hinzuweisen. Ich hatte mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, in meine Vergangenheit einzutauchen. Ja. Da auch so die Sachen, die mich bewegt haben in meinem Leben, die Erfahrungen und Erlebnisse zu erzählen. Und das ist, glaube ich, sehr spannend geworden, weil ich es auch sehr spannend erlebt habe. Ich hoffe, es kommt so rüber. Es ist definitiv spannend. Und du hast dich in unsere Herzen gespielt, und zwar mit der Musik. Ist und halt natürlich das, was ich auch liebe und lebe, ganz klar. Und die CD ist
sensationell. Danke dir. Die Leidenschaft da drin. Du weißt, Musik hat in meinem Leben eine ganz besondere Bedeutung. In deinem Leben natürlich umso mehr. Und du unterstützt auch einige Organisationen, die mit Musik Kindern helfen etc. Aber ich finde, Musik gehört in unser Leben wie die Luft zum Atmen. Ja, mehr denn je. Genau, mehr denn je. Was hat Musik für dich eine Bedeutung? Die CD ist übrigens bestellbar hier bei uns. Also ich kann es eigentlich nur anspielen. Musik hat für mich etwas, was nicht in Worte auszudrücken ist. Ja. Wo uns die Worte fehlen, fängt Musik an. Wenn man... Es ist etwas, das kommt von der Seele. Es ist absolut, absolut. Meine Lieben, wir haben schon etliche in der Leitung, die jetzt gerade die CD schon bestellen. Wir werden gleich hineinhören, aber du hast nicht nur die CD mitgebracht. Ich bin ein großer Fan von DVDs. Und vor allem nicht nur immer nur einen Film zu schauen. Ich finde, das ist was, was man mit Enkelchen machen kann, mit der ganzen Familie machen kann. Wer nicht reisen kann zu deinen Konzerten, ist das was Außergewöhnliches. Ich mache das zum Beispiel immer mit meiner Patentante, die leider im Seniorenheim ist. Die kann nicht mehr so reisen und das ist für sie das absolute Highlight. Nehme Konzerte auf DVDs, dann verbringen wir die Zeit zusammen. Wir haben das Gefühl, wir sind live vor Ort. Ja, aber das Schöne bei der Produktion ist natürlich auch, dass wir Backstage im Impressionen mit einbinden, dass wir Interviews auch kurz vorm Konzert, also diese ganze Aufregung, die auch durch meinen Körper fließt immer noch, dass wir die einfangen und das macht das Ganze natürlich so ein 360-Grad-Projekt. Ja. Ist eigentlich fast schon, also darf ich gar nicht sagen, mein Manager schaut zu, aber ist eigentlich schon fast besser als das Live-Konzert. Schon beinahe besser als, das kann ich mir kaum vorstellen. Aber das ist deine Bescheidenheit. Was mich bei dir so fasziniert und das werden sie erleben, wenn sie dich spielen sehen. Du bist mit dein Körper ist Instrument zusätzlich mit der Geige. Man hat das Gefühl, du bist eins mit dem Instrument. Muss man auch sein. Also die Bewegungsabläufe, wir machen es jetzt ganz kurz, aber die Bewegungsabläufe und das Atmen. Ja. Du hattest ja vorher gesagt, spielen wir Somewhere Over the Rainbow. Ja. Weißt du, im Endeffekt, man singt auf dem Instrument. Ja. Man versucht auch, die Phrasierung bei dem Instrument so zu machen, wie man singen würde. Ich habe eine ganz furchtbare Stimme. Kann ich mir niemand nicht vorstellen. Sollte jemals meine Stimme hören. Sonst kommt kein Mensch mehr zum Konzert. Nein, nein. Aber das ist für mich wirklich eine Möglichkeit zu singen auf diesem Instrument. Also, du singst definitiv und sie können es sehen in Form der DVD, wenn sie mögen. Also für uns in der Familie, das sind besondere Momente. Wir schauen nicht nur Filme, sondern auch Konzerte an. Ich finde das ganz wichtig, die Musik nicht zu vergessen. Jetzt fangen wir aber an mit deiner Biografie. Ja. Das Lesen heutzutage hat auch in unserer Familie eine große, große Bedeutung, vor allem auch für die Kinder. Und es ist was anderes, wenn man ein Buch, so digital wie die Welt ist, aber wenn man ein Buch in der Hand hat und es hat eine andere Stimmung, es ist was Besonderes. Was mir gefällt, du hast wirklich diese Hardcover-Schöne mitgebracht. Ja, da habe ich viel Wert drauf gelegt, habe aber auch einen tollen Partner gehabt, muss ich fairerweise sagen, mit dem Heine Verlag. Ja, das haben die super hinbekommen. Wir haben natürlich auch, wir wollten etwas Wertiges schaffen, etwas, was auch Spaß macht, wirklich dann auch selber in den Händen zu halten. Ja. Und da waren ganz viele Faktoren, die mir bei dem Buch sehr wichtig waren. Insbesondere, weil es 2, 3 Bücher gegeben hat, die über mich geschrieben worden sind. Ja. Dann hieß es autorisierte Biografie. Ich habe das Teil vorher nie gelesen. Oh, das müssen wir mal festhalten. Das ist wirklich das allererste Buch, was ich zusammen mit Leo Linder geschrieben habe. Ich meine, das ist natürlich ein Preis, ein bitterer Preis eigentlich, den man zahlt mit der Bekanntheit, die du hast, dass dann andere Leute über einen schreiben und man sagt, nee, jetzt schreibe ich mal selber. Dieses Buch sieht aus wie ein Buch,
Ist es aber noch so viel mehr. Ja. Und zwar, wenn wir hier aufmachen, hast du was Besonderes eingebaut, ja. David. Also ich erzähle mal ganz kurz, wie überhaupt der Gedanke kam. Wir haben ja, ja. durch diese Pandemie oft in Restaurants gesessen und irgendwann mal waren die ganzen Menükarten digitalisiert. Ja, und man hat diese Kästchen überall gesehen. QR-Codes, kennen wir genau. mittlerweile alle oder viele Leute kennen das. Und dann fiel mir auf, es gab so viel Material, was noch nie digitalisiert worden ist. Also ich habe ja. wirklich zu Hause in Aachen, wo ich aufgewachsen bin, in meinem mhm. Elternhaus. Auch geboren, ne? Geboren, aufgewachsen. Ja. Mhm. Meine Mutter und mein Vater haben meine ganze Kindheit, meine ganzen Konzerte entweder mit Audio oder mit Video aufgenommen, halt auch private Situationen mit meinen Geschwistern. Mhm. Also das, was es nirgendwo zu sehen gibt, das mhm. habe ich immer auf die Kapitel sozusagen zugeschnitten. Mhm. Und man kann unveröffentlichtes mhm. Material für jedes Kapitel sehen. Konzertmitschnitte aus dem Wiener Musikvereinssaal mit Elgar Violinkonzert, ja. mit Menuhin. Also da ist wirklich eine, ich glaube, da sind bestimmt 20, 30 Stunden Videomaterial mit drin. Ja. Und Fotos, private Bilder, also ja. all das, was man halt auf Google nicht findet. Also und Menuhin, dieser große Geigenvirtuose, der ja selber Dirigent ja. etc. war, ja. der hat über dich gesagt, du bist der größte Geiger deiner Zeit. Ja, das war ein sehr, sehr liebenswürdiger Kommentar. Also ja. ich versuche es jetzt diplomatisch und, ja, ja. und bodenständig und zu formulieren. Wieder bescheiden, wie ich dich erlebe aber, immer. Aber das war schon eine tolle, ja. tolle Aussage. Und, ja. Aber man muss natürlich auch diese Aussage immer wieder versuchen zu bestätigen und dafür hart arbeiten. Also da sieht man jetzt zum Beispiel jetzt. Ganz, ganz, ganz frühe Anfänge. Ja, mittlerweile ja. hört es sich etwas besser an. Im Hintergrund spielt dein Papa mit? Genau, das ist mein Papa, ja? gelernter Rechtsanwalt. Ja. Und das ist eins der vielen Videos, die meine Mama damals, ich bin da 5 Jahre alt, aufgenommen hat bei uns zu Hause in Aachen. Und was ich spannend finde bei so einem Video ist, dass man sieht auch, dass die Anfänge sehr, sehr schwierig sind. Sehr schwierig. Man nimmt nicht die Geige in die Hand und spielt direkt. Es klingt furchtbar. Es klingt furchtbar, aber ja. Das dauert Jahre, bis man das Vibrato, die Koordination. Ja. Ja. Dann kommt natürlich das Musikalische, die Phrasierung, worüber mhm. wir vorher schon gesprochen haben. Mhm. Und deine eigene Identität, mhm. wie bei einer tollen Sängerin mhm. oder bei einem Sänger. Mhm. Man erkennt direkt irgendwie eine Christina Aguilera, man mhm. erkennt direkt eine Helene Fischer, mhm. man erkennt einen Andrea Bocelli an der mhm. Farbe. Mhm. Das musst du hier auch finden. Eigentlich zuerst hier, dann ja. da und dann geht's darüber. Und dann, also bei Ihnen definitiv. Hier vom Hören waren Sie begeistert, hier vom Herzen und vom Anrufen auch. Wir haben nämlich komplett gefüllte Leitungen, ganz viele bestellen auch übers Internet. Wer schnell sein möchte, geht gleich ins Internet. So, und jetzt ist etwas, ich bin ein bisschen erschrocken über die Zahl, was sind die letzten 500 Biografien? Das heißt, die sind alle unterschrieben, nur dass Sie das wissen. Darf ich ja? Folgendes anbieten? Ja, okay. Ich will jetzt nicht. Weil das wird ein Ausverkauf, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich will jetzt nicht, ich hoffe, das ist mit euch okay. Gerne. Aber wir hatten ja wirklich limitiert auf 1000, mhm. Aber ich würde mal sagen, komm, wenn wir mehr als 1000 mhm. verkaufen, dann ich würde alle unterschreiben für die Leute, die heute anrufen. Okay. Also das heißt, wenn wir drüber sind, dann ja. mache ich das sehr, sehr gerne, weil ich freue mich natürlich, erstens ja. hier zu sein. Das ist für mich eine ganz neue mhm. Türe, die man auch öffnet. Mhm. Ich habe ein tolles Instrument mitgenommen. Oh, da das Beste, was ich habe, weil ich gedacht habe, ja. nichts kann gut genug sein als für euch und natürlich auch für dich. Und toll. Das machen wir natürlich selbstverständlich, dass ja. wenn mehr da sind, dann unterschreibe ja. ich die natürlich auch für euch da draußen. Absolut. Und Mozart-Violinkonzert war nicht nur das Erste, was du aufgenommen hast, sondern ja. Mozart hat in deinem Leben eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. Nochmal ganz kurz, Leitungen sind noch gefüllter als zuvor. Die Biografie mit Unterschrift steht gleich kurz vorm Ausverkauf. Wenn jemand also noch Geburtstagsgeschenk oder was auch immer, schauen Sie, dass Sie noch eine bekommen. Ich sehe dich schon unterschreiben, David. Ach, das macht mir gar nichts aus. Ich freue mich jedes Mal, gerne. Wenn ich das machen darf, weil man hat ja dann auch durch die Arbeit etwas erreicht. Man hat mhm. Leute emotional erreicht und es gibt die schönsten Sachen in meinem ja. Leben, ist, wenn ich eine E-Mail lese ja. oder einen Brief, wo drin steht, dass eine Person eine schwierige Zeit gerade durchlebt hat und mhm. die Musik irgendwie geholfen hat zu motivieren. Was gibt es Schöneres? Also das ist wirklich ein ganz toller Beruf und ich bin unglaublich dankbar, dass das ausüben zu dürfen. Mhm. Ja. Wunderbar, weil das ist genau die Rolle, die Musik im Leben spielt.
Das hat meine Mama zum Beispiel, das ist Bad Kissingen. Das war das erste Konzert als Solist. Man sieht mich da vorne etwas unscharf. Der kleine David. Und da war ich 9 Jahre alt im Bad Kissinger Musikfestival und habe Mozarts B-Dur-Konzert gespielt. Und meine Mutter saß oben in der oberen Reihe, hatte dann, man durfte damals keine Konzerte aufnehmen. Oh. Das war ja verboten. Ja, ja, man durfte stimmt. nirgendwo mit der Kamera rein, das wurde dir abgenommen von Security. Heutzutage natürlich jeder das iPhone Handy, dabei, das kann man gar nicht mehr verbieten. Aber damals hat meine Mutter eine Tasche genommen, hat mit einer Nagelschere vorne so ein Loch geschnitten, erzähle ich auch ein Buch drüber, hat dann diese Handycam da reingetan in die Tasche, ist dann so ins Konzert und hat dann diese Videoaufnahme von den Konzerten gemacht. Das ist, also all das, was Sie hier gerade sehen, das können Sie in der Biografie, die Sie bestellen, können Sie alle diese Videos schauen. Und wissen Sie wie? In Form von QR-Code. Mhm. Ich meine, das hat sich sowas von durchgesetzt. Jede Speisekarte mittlerweile gibt es durch die Zeit, die wir hinter uns haben, in Form von QR-Code. Das heißt, wenn Sie lesen, wird dieses Buch für Sie lebendig. Genau. Das sind Videos, die Sie sonst nicht sehen. Ich finde das eines der schönsten Ideen überhaupt. Und oder? Gott sei Dank hat seine Mama... Ich habe am Anfang gedacht, Mensch, das müsste man doch eigentlich patentieren können. Ja. Aber es ist leider ist es schon benutzt worden für Bücher, die aber nichts mit Autobiografien zu tun haben. So für, ich komme jetzt gar nicht drauf, aber so Tierbücher und so weiter. Ja, ja. Aber das Dokumentation, genau. Ja. Aber das Spannende natürlich bei einer Autobiografie ist, dass man jetzt nicht diese Videos und Bilder halt online findet, sondern die gibt es halt nur da. Die gibt es nur hier. Das heißt nicht, dass Sie da auf YouTube suchen können, um die Videos zu finden. Die wird's nicht. Das sind ganz, ganz private Videos, die deine Mama, meine, allein wenn Sie sich das vorstellen, stellen Sie vor, Sie sind die Mami, man darf nicht mitfilmen, schneidet mit der Nagelschere in die Tasche. Die war sehr stolz, das ist sie immer noch. Deine Mutter? Grüße nach Berlin im Übrigen. Deine Mutter ist ja selber Künstlerin. Ja. Sie ist Ballerina gewesen, Tänzerin, prima Ballerina gewesen. Hast du was von ihrem Tänzer Talent geerbt, so ein bisschen diese Körperhaltung? Du bist ja doch sehr beschwingt unterwegs. Ich hab von ihrer Philosophie und von ihrer Lebensfreude ganz, ganz viel mitbekommen. Mhm. Das Tanzen ist eine ganz eigene Kunstform und da bin ich nicht sehr begabt drin. Ich bin aber froh, dass ich trotzdem was Künstlerisches von beiden meinen Eltern natürlich mitbekommen habe. Es sind großartige Bilder hier drin, aber lass uns ganz an den Anfang gehen. Ja. Dein Vater hat eine Passion für Geigen gehabt. Richtig. Die ist dir mitgegeben worden. Aber das ist nicht nur das Spielen der Geigen, sondern hat mit ihrer Geschichte zu tun. Unter anderem. Also ich muss ein bisschen ausholen. Mein Papa hat ein Geschäft für Geigenauktionen angefangen. Mhm. War, wie gesagt, gelernter Rechtsanwalt. Hat sich dann selbstständig gemacht und hat Auktionen für Streichinstrumente organisiert. Ja. Und war auch der Auktionator. Ja. Und bin natürlich aufgewachsen in einem Umfeld von Hunderten von Instrumenten. Zweimal im Jahr war Auktion und Leute haben eingeliefert. Und bei uns zu Hause waren wirklich Bögen, Klaviere, Geigen, Bratschen, Celli. Wie alt warst du, als du die erste Stradivari in der Hand hattest? Oh, so 10, 11. Wahrscheinlich bei den großen. Mein Papa hat ja auch viel Kontakt gehabt mit den großen Händlern in London. Da hat er mich oft mitgenommen, war teilweise auch beruflich. Und dann habe ich schon die ersten Stradivaris und Guarneri del Jesus damals sehr, sehr früh spielen dürfen. Mhm. Ich war allerdings auch... Ja. In dem Bereich spieltechnisch, dass die Händler gesagt haben, ja, nimm es mal. Also das jetzt muss ich ganz kurz diese super spannende Geschichte unterbrechen, denn unser Buch, die Biografie, ist beinahe ausverkauft. Sind die letzten 70 Stück, zack, in die Leitung. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen, dass wir mehr verkaufen können, aber wir werden irgendwie einen Weg finden. Wir sagen Ihnen gleich Bescheid. Wir gehen weiter zur CD. Die CD ist parallel mitbestellt worden und auch schon über die Hälfte schon komplett ausverkauft auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Wir wollen mehr von dir hören und vor allem mehr Musik natürlich auch hören. Dafür bin ich hier. Dafür bist du da. So, fangen wir mal ganz vorne an, weil ich glaube, etwas, was du geschafft hast, wie kein anderer, an den ich denken kann, ist klassische Musik uns
allen zu bringen, ohne musikalische Vorbildung. Jemand, der nicht das Glück hatte, sag ich mal, irgendwie Eltern zu haben, die sagen, hier Instrumente. Oder halt und auch hier ganz anders aufgewachsen. Es ist ja, ja, ist ja nicht schlimm. Mit anderer Musik. Ich bin ja auch ein bisschen später mit anderer Musik in Kontakt gekommen und ich fand das großartig. Ja. Gerade in meiner Zeit in New York, da habe ich mich in Rockschuppen reingeschlichen teilweise, in Jazzclubs. Ja. EDM, also Wahnsinn. Das hat mich alles unglaublich fasziniert, die Vielseitigkeit der Musik, und ich glaube, diese Leidenschaft habe ich natürlich ein Stück weit auch in meine Projekte mit reingearbeitet. Und man sieht hier, es sind zwei CDs mit zahlreichen Titeln. Wir hören mal ganz kurz hinein, fangen wir gleich vorne an, mit Stayin' Alive. Ja. Ah, großartig. Lauter. Ja, mach mal lauter. Bisschen mehr Volumen, dann kriegst du. Bisschen mehr Volumen. Ja. Ja, also das hat jetzt natürlich nicht geholfen, die Warteschleife an den Telefonen abzubauen, sondern eigentlich, können Sie sich vorstellen, ist auch die CD kurz vorm Ausverkauf. Wer sie noch möchte, wir versuchen während der Sendung ein paar mehr dazu zu buchen, damit alle eine noch bekommen, meine Lieben. Hier, ich meine, das ist schon was Besonderes, in der Sendung zu bestellen, wo du live auch noch da bist. Gehen wir mal ganz kurz einen Sprung nach New York. Ja. New York war für dich ein ganz einschneidendes neues Kapitel in deinem ja. Leben. Warum bist du nach New York gegangen? Was waren die Träume? Der erste Grund war, ich wollte Musik studieren. Also ich wollte nicht nur gut auf dem Instrument sein, ich wollte Kompositionsausbildung haben. Ich wollte wissen, wie man dirigiert. Ich wollte wissen, wie man Kammermusik macht, im Orchester sitzen, Gehörtraining. Also, also all das, was einen Musiker komplett macht. Und das ist halt nicht nur das an der Geige gut sein, sondern das ganze Paket. Ich wollte die Möglichkeit haben, selber Sachen zu schreiben, selber Sachen zu arrangieren. Und deswegen war es Juilliard School. Ich habe einen Double Major gemacht in Geige und Komposition. Wahnsinn. Und das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, außerhalb der Klassik Sachen selber zu schreiben, Sachen selber zu arrangieren. Und diese, also David Garrett, gäbe es nicht ohne eine Kompositionsausbildung. Genau. Geige mal ganz zur Seite geschoben. Ja. Und New York war natürlich, die große Welt war natürlich auch am Anfang sehr, sehr schwierig. Mein Papa hatte nicht das Gefühl, dass ich eine musikalische Ausbildung noch gebraucht habe. Ich habe es damals anders gesehen, Gott sei Dank. Und bin mit 18 Jahren dann rüber nach New York, ohne finanzielle Unterstützung meiner Eltern. Habe mich angemeldet an dieser Juilliard School, ohne dass meine Eltern es wussten. Das habe ich alles heimlich gemacht. Steht übrigens alles in der Biografie. Ja, und dann hat irgendwann mal, gab es natürlich diesen Brief, wo es hieß, sie sind angenommen. Den hat leider mein Papa, oder im Nachhinein Gott sei Dank mein Papa, aufgemacht. Ja. Da war so ein bisschen der Haussegen schief, aber ich bin trotzdem nach New York gegangen. Er hat es mir auch gestattet und erlaubt. Aber er hat gesagt, ohne finanzielle Unterstützung musste ich selber durchwuseln. Und das habe ich dann auch 4 Jahre lang gemacht. Habe die unterschiedlichen Jobs gemacht, um das Studium zu finanzieren. Habe gemodelt, habe bei Urban Outfitters in einem Klamottenladen gearbeitet. Nein, hab bei der Underbar, war ich gerade gestern mit meinen Teenage-Töchtern. Da war bei David Garrett. Underbar in Union Square gebartendert. Ich habe an der Juilliard School, das war der höchst bezahlte Stundenlohn, habe die Badezimmer dort sauber gemacht von den Dormitories. Also ich habe echt versucht, mich da so, wie sagt man so, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist echt so eine Geschichte dahinter. Ja, aber es hat dich geprägt. Was nimmst du aus der Zeit mit, wo es für dich um jeden Dollar ging, wo du gesagt hast, Mensch, ich putze auch Badezimmer? Dass nichts selbstverständlich ist.
Auch Erfolg, gerade Erfolg ist nicht selbstverständlich. Mhm. Erfolg ist harte Arbeit. Ja. Und gerade wenn man irgendwann mal das Glück hat, erfolgreich zu sein, dann wird die Arbeit, fängt die Arbeit erst an. Ja, genau. Das zu halten, das ist wirklich die hohe Kunst. Mhm. Und halt, darfst nicht nachlässig sein, du musst immer kreativ im Kopf bleiben, du musst den Spaß an der Kreativität haben. Das muss der größte Anreiz sein, immer dich selber zu überraschen. Und wenn du das schaffst, dann läuft es eigentlich ganz gut in deinem Leben. Und dann ist Erfolg auch zweitrangig plötzlich. Ja, was für inspirierende Worte. Haben wir ihm zu viel versprochen? Er ist nicht nur so ein herausragender, einmaliger Musiker, sondern ich finde deine Worte extrem bereichernd. Du bist ein großes Role Model für viele in aller Welt. Nein, ist wirklich so. Und nicht nur im Musikalischen, sondern auch in dem, was du lebst und die Werte, an die du glaubst. Du wirst häufig bezeichnet als Wunderkind, was dir aber selber gar nicht so gut gefällt. Sag mal, du bist in Deutschland quasi unser deutsches Wunderkind, was einmalig, wer hat sonst so eine Karriere in dem Bereich gemacht? Niemand. Aber du sagst immer ein paar Sätze dazu. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff, weil ich natürlich weiß, wie viel Schweiß und Tränen gerade in den ganz frühen Jahren geflossen sind. Und dementsprechend habe ich persönlich das nicht als Wunder empfunden. Ganz im Gegenteil, für mich war das größte Aufopferung und ein Stück weit natürlich auch die Kindheit. Im Nachhinein, ich habe es nicht damals so empfunden, du hattest weil ich es nicht gewusst habe. Ja, ja, okay. Aber es war schon Aufopferung, weil ich natürlich gemerkt habe, mein Bruder, der geht normal zur Schule, ich hatte Privatunterricht. Und diesen sozialen Kontakt, den man als Kind natürlich auch gerne gehabt hätte, auf Schulferien oder auf Klassenfahrten oder auf irgendwelche Erlebnisreisen mitzugehen, das durfte ich in Anführungsstrichen nicht, weil meine Eltern irgendwie Sorge hatten, dass ich mir was an der Hand verletze. Ja, Skiurlaub ausgeschlossen. Skiurlaub geht nicht, Das hat mich schon nicht verletzt, aber es hat mich traurig gemacht als Kind. Klar prägt das einen auch. Und klar, wenn du älter wirst, willst du natürlich auch das eine oder andere nachholen. Ja. Das habe ich auch gemacht. Hast du auch? Oh ja, klar. Muss man ja. Ja, Gott sei Dank hast du es nachgeholt, David. Steht auch im Buch drin. Steht auch im Buch. Nachgeholt. Das finde ich aber toll, wie du dazu stehst, weil wir alle haben unsere Brüche im Leben. Und ich finde, Authentizität ist so ungeheuer wichtig. Die CD nach wie vor sehr, sehr gefragt. Wir haben bei der Autobiografie einen Ausverkauf, meine Lieben. Die ist der nächste Ausverkauf. Und die DVD wird genauso übrigens bestellt. Hier hinten bist du in einem ganz besonderen Studio. Oh ja. Erzähl uns ganz kurz, wo du da bist. Das ist Electric Ladyland. Electric Und ich bin ja seit vielen, vielen Jahren Wahl-New Yorker. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich durch Studium natürlich meinen ersten Freundeskreis gehabt habe. Und habe bis heute noch eine Wohnung in New York und natürlich eine große Liebe mit der Stadt, mit dem auch dem kulturellen Angebot. Und wie gesagt, auch Freundschaften. Und Electric Ladyland ist das Studio, ehemalige Studio von Jimi Hendrix. Es ist ein wirklich, ich weiß, dass man wahrscheinlich als Tourist nicht rein darf. Ja. Ich habe ein paar Bilder ins Buch reingetan, in die QR-Codes, ein kleines Video, damit man so einen Eindruck kriegt, wie so ein Studio auch von innen aussieht. Das ist schon sehr inspirierend. Da hat AC/DC, die Stones, die Beatles, also wirklich das Who is Who des Rock aufgenommen. Und irgendwie hat mich das zu vielen Alben inspiriert. Wow. Auch wenn ich jetzt nicht ganz aus der Rock-Ecke komme, Wahnsinn. War das doch so ein Gefühl und so eine Atmosphäre, so ein Geist war dann in dem Raum drin, der mich da irgendwie beflügelt hat, auch schöne Arrangements und knalle Arrangements zu schreiben. Ja, großartig. Die Energie, die nimmt man natürlich mit. Und die sieht man hier auch. Nochmal ganz kurz, DVD und CD, wir werden gleich nochmal Sie informieren, ob wir nicht ein bisschen was nachbuchen können, weil wir so extrem schon in der Begrenzung sind. David, vielleicht musst du nochmal kommen, es könnte sein. Ich würde mich immer freuen, immer wieder schön, dich zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch, dass viele Leute zuschauen und die Begeisterung auch mit mir teilen groß. Über Musik. Über Musik, Das ist für mich die Hauptsache, irgendwie ein Stück weit. Ja. Musik Leuten näher zu bringen, egal ob es jetzt Klassik ist oder Jazz oder Rock. Ich mache hier eh relativ viel in verschiedene Richtungen, aber ich glaube, gute Musik ist zeitlos. Ist zeitlos, absolut. Und deswegen hängt mein Herz natürlich auch ein großes Stück immer noch an der Klassik und macht mir auch viel Spaß. Wir haben übrigens ganz, ganz viele Kundenfragen. Wir kommen gleich dazu.
Ganz kurz möchte ich auf die DVD zu sprechen kommen, weil ich finde sie erstens wahnsinnig toll produziert. Man hat das Gefühl, man läuft live neben dir. Du bist im Wohnzimmer, du bist im Raum. Es war mir sehr, sehr wichtig, dass die ganze Produktion sehr, sehr nah an mir dran ist. Genau. Dass man wirklich auch, sagen wir mal so, die Schweißtropfen backstage auch mitbekommt. Man spürt sie. Ja, dass auch die Aufregung und das Adrenalin und das Proben und all diese Sachen, die wirklich dazugehören, die Produktion vorbereiten, Ideen, das Kreative schaffen, was auch hinter so einer Tour ganz, ganz wichtig ist. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern man bereitet etwas vor, was so ein Gesamtkunstwerk im Endeffekt sein sollte. Ja, ja, dass ist die Leute zweieinhalb, drei Stunden wirklich aus ihrer Welt gerissen werden, auch aus ihren Problemen und ihren Wehwehchen und wirklich zweieinhalb Stunden einfach Spaß haben, Lebensfreude erleben, schöne emotionale Momente mit uns haben. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Konzerts, einer Tour, Menschen wirklich mal eine Auszeit auch zu geben. Ganz genau. Und ich meine, nicht jeder kann sozusagen zu dir kommen, zu deinem Konzert. Aber wer möchte, kann dieses Erlebnis zu Hause haben. Das ist richtig. Und sogar, ich würde beinahe sagen, sogar etwas mehr. Trotzdem kann man natürlich in deine Konzerte kommen. Das ist halt super nah dran. Also das ist schon was Besonderes. Du zeigst viel, ja? Das ist mir wichtig, weil für mich, ich erlebe ja diese Konzerte auch nicht nur auf der Bühne. Da gehört ja ganz, ganz viel Vorlauf dazu. Und ganz kurz, David, deine schöne Kette, dieser Anker. Ja, genau. Der hängt am Mikro. Aber erzähl mir, hat der eine besondere Bedeutung? Ich glaube, man sollte überall einen Anker haben. Ich bin momentan seit 3 Jahren in einer sehr schönen Beziehung. Und deswegen, einen Anker zu haben, ist doch was Schönes. Und ich glaube, deine Freundin und ich haben was gemeinsam. Wir lieben die Kosmetik. So viel darf man verraten. Das darf man sagen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Schöne Grüße, ganz genau. Noch einmal zurück zur DVD, die übrigens jetzt auch extrem stark bestellt wird. Ich finde, du schenkst halt ein Erlebnis der besonderen Art. Und die Musik hat jetzt die letzten Jahre so zurückgesteckt in unserem Leben. Und wenn man sich die Berichte anschaut und damit auseinandersetzt, dann sieht man, es ist eigentlich ein Loch entstanden. Für mich ist es beinahe ein seelisches, auch ein bisschen psychologisch. Es ist eine Traurigkeit, wenn das Leben keine Musik hat. Das würde ich auch sagen. Auf der anderen Seite gibt es uns als Künstler die Möglichkeit, jetzt wirklich das auch wieder einem Publikum näher zu bringen. Und ich glaube, da werden Dämme auch bei mir reißen, wenn ich dann irgendwie, ab Juli geht es ja in Italien wieder los. Ja. Wir sind dann im Herbst in Deutschland. Du spielst unterwegs. In Rom, in diesen Geruch. In den Caracalla-Thermen. Oh, ich liebe das. So ähnlich, wie wir gerade gesehen haben, ein schönes altes Amphitheater. Ja. Oh, und dann, das nehmen wir dann auch ein bisschen für einen öffentlich-rechtlichen Kanal auf. Toll. Das kommt dann irgendwann mal Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres raus. Oh. Und das sind natürlich Erlebnisse. Verona ist ja auch ein altes Amphitheater. Das heißt, da haben ja noch die Gladiatoren früher gekämpft. Und du bist da wirklich unten in diesen Katakomben und spürst da 3000 Jahre Geschichte. Das ist unfassbar. Ich war jetzt gerade in der Arena di Verona. Das ist ähnlich, aber Rom ist auch... Das letzte Konzert, das ich da gesehen habe, waren die drei Tenöre. Ja, das ist genau das, wo wir jetzt auch spielen werden. Ja, sensationell. Also ich kann Ihnen nur eines, wenn Sie irgendwie auf so ein Konzert gehen, das vergisst man nicht. Es ist wirklich ein Event. Das war mir aber auch immer wahnsinnig wichtig, dass ich auch die Leute unterhalte, auch außerhalb der Musik, Geschichten erzähle aus meinem Leben, Sachen, die mir passiert sind. Ja. Ich schreibe ja auch die ganzen Tourgeschichten immer selber. Das ergibt sich halt auch durch Situationskomik. Ich weiß, hab in Wien jetzt vor ein paar Wochen, saß ich im Hotel, hatte Promotag, hab den dann abgesagt, weil ich total Männergrippe gehabt habe. Und bei mir, wenn ich Grippe habe, fliegt ja die Disziplin auch so ein bisschen aus dem Fenster. Bleibst du dann im Bett? Ernähre mich ja normalerweise gesund. Ja, ja, und dann? Aber in dem Moment habe ich natürlich 2, 3, 4 Mal Roomservice bestellt. Ach so, was gab's dann? Wenn ich so Hunger hatte. Pommes. Das Problem, Pommes, Burger, alles ganz, ganz furchtbar. Ich schäme mich auch so ein bisschen. Oh Gott. Aber ich habe mich am meisten geschämt vor der Person, die halt immer das Essen delivered hat. Was hat der denn? Es war immer dieselbe. Ach Gott. Und irgendwann mal beim vierten Bestellung habe ich dann in den leeren Raum, ins leere Zimmer gerufen. Mein Tourmanager ist ja Jörg. Habe ich gesagt, Jörg, Essen ist da. Da war aber keiner da. Mir war dazu peinlich. Könnte auch eine Tourgeschichte werden. Hast du getan, noch nicht. Als ob da jemand noch wäre.
Also das macht mich very happy und das ist ein Titel, den ich unbedingt hören möchte. Der Happy-Titel ist auch auf deiner CD. Das sind neueste Songs. Ja. Hören wir mal ganz kurz hinein. Happy. Ne? Ne? Ach so, wollt ihr von ihm hören, live hören? Ich kann es anspielen. Also ist natürlich. Okay, das, gut. Das Schöne an der Geschichte ist, alle Pedalboards selber eingespielt. Here we go. Das habe ich ja alles mit, mit dem Körper eingespielt. Spannender eigentlich an dem Titel, das ist ja jetzt eigentlich die Melodie drüber, ist jetzt nicht virtuos, aber die Idee hinter dem Titel war wirklich auf der Bühne, und das machen wir auch live. Ja. Ich habe zwei Pedalboards neben mir stehen und das ganze Intro, dieses Rhythmus-Intro mache ich live mit dem Pedalboard vor dem Publikum, insofern Daumen drücken. Ja, super. Wir sehen hier, das sieht so lustig aus, finde ich. Da bist du überall. Ich weiß. Nochmal. Wie gesagt, war das deine Idee? Ja. Es war durch die Pandemie ein bisschen geschuldet. Und zwar konnte die Band halt nicht im Studio sein. Das war halt alles, zu zweit durfte man. Ja. Und dann war noch am Schluss die Idee, ein paar Stücke noch zu machen, unter anderem diese Nummer. So und dann cool. Habe ich meinem Produzenten gesagt, ey komm, ich nehme alle Stimmen auf der Geige auf. Ja. Halt auch dieses, die Kickdrum, dieses... Haben wir die Kickdrum einfach so, Mikrofon knallhart dran und dann. Unglaublich. Bei dir sind es, sag ich mal, so Kontraste, die das Buch, deine Musik, die DVD, alles um dich herum so interessant machen. Und da liegt eine Geige aus 1734. Ja. Unvorstellbar, wenn man sich überlegt, was damals in der Welt los war. Und diese Geige liegt heute hier neben dir. Was ist das für ein Instrument? Also, das ist ein Instrument, das werdet ihr dann, wenn ihr dabei seid, live auch hören. Das ist eine Guarneri del Gesu, ein Zeitgenosse von Antonio Stradivari. Okay. Ich bevorzuge sie momentan zu der Stradivari, okay. Warum? Weil sie etwas Menschlicheres in der Stimme hat. Ich komme da momentan einfach musikalisch besser mit zurecht, weil eine Stradivari hat natürlich diese unglaubliche Perfektion, aber ich glaube, momentan sollte man eher auf das Menschliche zurückgreifen. Ja. Das gefällt mir bei dem Instrument besonders gut und ist ein ganz, ganz teures Instrument. Ich habe das jetzt von dem Museum in Cremona, da wo das Instrument auch entstanden ist, 1734, für ein Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Und ist natürlich eine riesengroße Ehre, sowas dann auch spielen zu dürfen, weil, seien wir ehrlich, die Preise sind so utopisch, das kann man sich als Künstler gar nicht leisten. Was ist so der Wert von dieser Geige? Das wären jetzt so 12 Millionen Euro. Insofern, da ist... Lass uns ganz vorsichtig bewegen hier, bitte. Die Geige kann schon einiges ab, aber man sollte natürlich wissen, wie man damit umgeht. Und das lernt man ja von Kindesbein. Hast du die CD mit dieser Geige aufgenommen? Ja. Auch das neue Album, Klassikalbum, gerade eingespielt. Ja. Das haben wir auch mit dem Instrument gemacht und hört sich wunderschön auch gerade vor dem Mikro an. Das ist manchmal bei den Obertönen bei einer Stradivari, ich werde jetzt zu philosophisch musikalisch, aber ich sage nur, bei den Obertönen der Stradivari ist das manchmal schwierig. Ja. Bei der Guarneri ist das etwas einfacher, das einzufangen. Unglaublich. Wir wollen gerne noch ein paar Titel aus der CD hören. Sehr, sehr gefragt. Immer noch viele in der Leitung, meine Lieben. Sie können bei HSE übrigens auch, das würde ich ganz kurz erklären, auch übers Internet bestellen. Dann gehen Sie nämlich einfach auf die Webpage oder Sie laden die HSE-App runter.
runter, schütteln die einmal, dann kommt immer das Produkt, das finde ich übrigens ganz witzig. Ich will ja nichts sagen, aber ihr könntet mit dem QR-Code da arbeiten. Wir können mit dem QR-Code, das hast du eben, genau so ist es. Wieder eine gute Idee. Aber Sie können Ihr Handy schütteln, wenn Sie die App runtergeladen haben, und dann kommt genau das Produkt, was wir jetzt besprechen, hier auf Sendung. Es wäre in dem Fall die CD. Und super spannend. Wir wollen jetzt mal ein bisschen schauen, was Sie geschrieben haben. Wir haben so eine Liste. Ich muss jetzt mal dazu kommen. Es ist so spannend, mit dir zu sprechen. Jetzt muss ich hier ein bisschen größer machen. Ich bin schon ewig Fan von David, schreibt Sandra. Und würde mich sehr freuen, wenn er Chelsea Girl oder Air spielen würde. Ach, die Air kriegen Grüße, wir doch hin. Sandra. Wir machen ein bisschen Wunschkonzert. Von Johann Sebastian Bach aus der dritten Suite. Noch ein paar musikalische I love it. Wir werden jetzt Stück für Stück Ihre Nachrichten lesen, auch Ihre Wünsche noch mal lesen. Die CD, wenn Sie mögen, können Sie noch bestellen. Leider ist die Biografie schon ausverkauft. Die DVD gibt es auch zu bestellen. Bei der CD konnten wir ein bisschen was nachbuchen, sonst wäre die auch schon ausverkauft. So, jetzt schreibt uns Nicole. Lieber David, ich habe einen Wunsch, wenn möglich, Every Little Thing She Does Is Magic. Oder habe ich noch nie probiert, das ist eine Sting-Nummer. Oder okay. I Did It My Way, mein Ach, das können wir, Sinatra kriegen wir hin. Das ja? Ist, ja. And wie geht now, der? Ah, da. Welche Toner nehmen? Ich weiß nicht. Gespielt. Oh, das ist halt David Garrett, so wie er ist, halt einfach Wahnsinn. Könnte man mal auch aufnehmen, fällt mir gerade ein. Gute Idee, danke. Unbedingt. Dankeschön. Diese ganzen Classics, auch also groß. Und die ganzen Shirley Bassey-Titel und sowas. Also der Fundus ist schon unendlich. Der ist schon unendlich in der Klassik, dass man echt sagt, Mensch, ein Leben reicht da echt nicht aus. Ja. Aber ich versuche so viel wie möglich reinzupacken. Ein Song, der durch die Welt gegangen ist wie kein anderer, der ist auch auf dieser CD. Das war der erste, den ich gleich gehört habe. Ich muss immer gleich so hüpfen zu dem, was mir so ins Auge springt. Das ist Gänsehaut pur, kann ich Ihnen sagen. Shallow. Ja. Lassen wir uns gleich ein bisschen darauf ein. Jetzt hören wir es. Shallow. So ein Klassiker mittlerweile. So beautiful. Dass mittlerweile ist der Song ist überhaupt nicht so alt. Der ist 5 oder 6 Jahre alt. Mhm. Aber mittlerweile empfindet man schon so einen Titel als absoluten Klassiker. Und das ist etwas, was ich auch immer versuche zu greifen. Etwas zu finden, was,
was wirklich dieses Potenzial hat, auch wirklich ein Klassiker zu werden. Das ist es mittlerweile ja auch schon. Aber es gibt gewisse Melodien, gewisse Chord Progressions, die sind einfach so genial, so gut. Und wenn man Glück hat, passt es auch noch auf mein Instrument und dann greife ich es mir. Ja, ja, ganz genau. Aber das sind so Titel, so wie du die spielst, das zum Beispiel, das hören wir abends. Also gerne zum Beispiel, wenn man einfach runterkommen möchte. Also ich bin kein Fan davon, abends noch bis in die späten Stunden mit dem Handy, wissen wir ja alle, ist ungesund. Dann haben wir was eingeführt bei uns in der Family, gute Musik abends zu spielen. Und dann in so einer Lautstärke, dass alle in ihren Betten das hören können. Ich bin da auch jemand, der sagt, zu einem Abendessen, meine Freundin kocht ja super gerne, ist immer schön gute Musik auch dabei. Das muss jetzt nicht volle Lautstärke sein, aber halt, das gibt einem schon, macht einen Moment besonders. Ja. Und das zelebriere ich auch. Auch wenn ich nicht die Fiedel in der Hand habe die ganze Zeit. Ja, also, das muss man sich keine Sorgen machen. Nee, aber es ist so packend, finde ich, dieses Stück. Und das ist genau wie du sagst. Es gibt Musik, die geht sofort zu Herzen. Ja. Das ist es. Und es ist trotzdem, finde ich immer noch, es ist ja eigentlich auch ein trauriger Song. Ja. Aber der ist bei dir zwar in einer Tiefe da, aber er ist nicht so übermäßig traurig. Das heißt, aber kann in, ich nicht in hören. Jeder Trauer liegt ja auch eine Chance. Ja. Muss man ja wirklich so sehen. Ich will jetzt nicht zu polemisch werden, aber ich glaube, dass gerade wenn man tiefe Trauer erlebt hat, kann man umso intensiver Freude empfinden. Ganz sicher, so wie Licht und Dunkel. Ja. Das ist genau das Gleiche. Gibt es einen Lieblingssong, den du hast auf der CD? Oder gibt es so einige der Songs, wo du sagst, den wollte ich unbedingt dabei haben? Ich meine, guter Shallow sicherlich. Im Endeffekt sind das schon irgendwie so meine Babys. Also your Babys. Grade, wenn man so ein Album aufnimmt, dann nimmt man ja auch ein paar Sachen mehr auf und verwirft dann vielleicht das ein oder andere, weil man sich doch wohler bei einem anderen Stück fühlt. Mhm. Ganz, ganz schwierig, weil so ein Album lebt auch von der Abwechslung. Ich habe nicht die Lyrics, die ein Sänger hat, um vielleicht eine Geschichte zu erzählen mit Wörtern. Bei mir muss die Geschichte erzählt werden mit der Atmosphäre, mit der Hingabe, wie ich auch etwas spiele. Ja. Und dementsprechend so ein Album muss ihren Fluss haben, also es muss hoch und runter gehen und es darf nicht zu eintönig sein. Das ist mir mal ganz, ganz wichtig, dass auch da von Anfang bis Ende wirklich ein guter Durchlauf ist, ohne dass man jetzt sagt, das sind nur langsame Stücke, da muss auch was Kräftiges drauf sein, was auch Spaß macht, wo man tanzen zu kann. Also dieser Abwechslungsreichtum, der ist mir unglaublich wichtig. Ist ganz wichtig. Michael Jackson, Stichwort. Ja. Wenn ich mir vorstelle, wenn er noch leben würde, ich würde euch so gerne beide auf der Bühne sehen. Das wäre einmalig gewesen. Knaller, ja. Welcher Titel hat dich da besonders... Für dieses Album war eigentlich etwas, was ich schon seit vielen, vielen Jahren machen wollte, und zwar Thriller. Ja, das ist wir kennen ja alle den Text, Darkness falls across the land, the midnight hour is close at hand, creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Ja. Da gibt es ja dieses wunderbare Gedicht. Ja. Und es war eigentlich perfekt. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht vorher gemacht habe. Ja. Passt eigentlich perfekt aufs Instrument. Super, und das super. Haben wir noch wunderbar mit verschiedenen Stimmen harmoniert. Ich weiß nicht, ob ihr einen kleinen Auszug davon habt. Ja, das schauen wir uns an. Aber das ist natürlich so eine Nummer, die wir jetzt auch zum allerersten Mal auf Tour spielen im Herbst. Und da freue ich mich besonders drauf. Weil das natürlich auch ein Ereignis ist. Also wir machen das auch mit einer entsprechenden Bühnenshow. Oh. Das wird schon so Goosebump-Moment. Ich kann es mir vorstellen. Das wird es richtig fett und wir haben da dieses Jahr auch wirklich viel Wert auf eine tolle Lichtshow gelegt. Ich nenne das immer so mein Orchestra of Lights. Mhm. Und das wird für die Augen als auch für die Ohren natürlich ein Spektakel. Obwohl auch da wiederum habe ich Wert drauf gelegt, auch dann Nummern von Beethoven zu machen, wo wir dann wirklich das Licht ausschalten, dass es wirklich ganz dunkel in der Halle ist, um sich Beethoven mal anzuhören und wirklich nicht anzuschauen. Also es gibt diesen Widerspruch, und der ist ja schön, zwischen erleben, aber dann auch sich selber kennenlernen. Mhm. Das ist mir in der Natur wichtig. Das ist extrem wichtig. Und eine Sache noch, wenn man ein bisschen reflektiert, was Musik für eine Rolle in unserem Leben spielt.
stellt man sich ja doch die Frage, wie können wir von Generation zu Generation Musik und die Liebe zur Musik, weil das ist wie gute Literatur oder lesen können, Musik hören zu können, in einer so digitalen Welt, wo die Kinder, ich kenne es selber von unserem Zuhause, so digital aufgewachsen sind, da finde ich, schaffst du etwas und spielst du eine ganz wichtige Rolle, indem du solche generischen, sag ich mal, großartigen Songs in unsere Haushalte bringst, aber mit einem Instrument, das außergewöhnlich ist und das die gesamte Welt der Musik abdecken kann. Und deswegen ist eine solche CD, finde ich, auch für Kinder etwas so Sinnvolles, weil das ist vielleicht der Einstieg. Viele finden wahrscheinlich bei dir den Einstieg überhaupt zur Musik. Es ist spannend. Ja. Ich kriege aus den unterschiedlichsten Segmenten natürlich Benachrichtigungen auf Instagram oder was auch, die sozialen Medien. Und es ist manchmal so, dass Klassiker, also die auch Geige klassisch gearbeitet haben oder Pianisten sagen, ey, dazu habe ich Zugang zu Crossover und zu Pop und Rock gefunden. Aber genauso passiert es, dass Leute, die das vorher nie Klassik gehört haben, nur schreiben und sagen, ey, jetzt habe ich so ein bisschen, ich habe das nie vorher gehört, aber die Nummer gefällt mir ganz besonders gut und das hat mich so ein bisschen neugierig machen lassen, um mich damit auch ein bisschen zu beschäftigen. Und das finde ich das Geile, dass man wirklich von beiden Seiten irgendwie so ein bisschen vermitteln kann. Weil Musik ist schon etwas, das ist wie durch ein Guckloch schauen, in eine andere Welt, in eine andere Emotionalität hinein. Unsere Sendung ist beinahe, ich will gar nicht auf die Uhr schauen, beinahe vorbei. Sie haben noch die Chance, jetzt zu bestellen, jetzt live dabei zu sein, wenn Sie mögen. Wir haben auch die DVD da, da sind auch noch wenige da, die CD extra. Bei der DVD sind wir nur noch bei den letzten paar hundert Stück. Wer möchte jetzt in die Leitung, die ist sensationell. Nur zwei Sätze dazu, Sie haben das Gefühl, Sie laufen neben David den ganzen Abend und du siehst quasi, welche Anstrengung dahinter steht, dann ist die Leichtigkeit auf der Bühne, man fühlt sich selber so ein bisschen direkt am Pulsschlag des Performers, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ganz kurz auch zur CD. CDs sind schon etwas, finde ich, die, wenn sie zu Hause stehen und wenn du sie geschenkt bekommst, sie haben eine besondere Bedeutung. Es ist was anderes. Vielleicht gehen sie dann noch auf ein Konzert und kriegen es vielleicht auch noch persönlich unterschrieben oder wie auch immer es ist. Aber sie schenken auch, ob es ein Enkelkind ist oder eine Mama oder eine Schwester oder wie auch immer. Man schenkt mit Musik ganz, ganz besondere Emotionen und man verändert die Welt, was mich zum nächsten Titel bringt. What a wonderful world. You changed this world with your music. Ich probiere zumindest mein Leben so schön wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, wenn man selber Freude empfindet, dann vermittelt man das bewusst oder meistens sogar unbewusst. Und ich glaube, das ist das große oder kleine Geheimnis von Erfolg. Weil du darfst nicht den Erfolg suchen. Du musst das finden, was dich glücklich macht, etwas, was dich motiviert, jeden Morgen aufzustehen, was dich inspiriert. Wenn man das gefunden hat, dann, du hattest vorher mit Literatur gesprochen, dass das wichtig ist, dass man auch der neuen Generation das irgendwie vermittelt. Ich glaube, man kann das am besten vermitteln, wenn man die Leidenschaft hat, das selber toll zu finden. Weil es gibt nichts Schöneres im Leben, als jemandem zuzuhören, der für etwas steht und der für etwas sich begeistert. Dann ist man, da kann jemand die Triangel spielen. Wenn der leidenschaftlich die Triangel spielt, dann ist gut. Dann höre ich mir das an und sage, Menschenskinder, das ist aber jetzt interessant. Genau. Erzähl mir noch mehr. Da spielst du What a Wonderful World. Einer. Toller Titel, ja. Und das war natürlich gerade auch in der Zeit, wo wir im Studio waren, wo echt viel passiert ist. Ja, ist auf der CD drauf. Und wo man sich natürlich schon irgendwie Gedanken macht, draußen scheint die Sonne und man darf nicht raus oder man darf nur mit 3-4 Leuten irgendwie zusammensitzen, wenn überhaupt. In manchen Städten oder in den USA war es dann nochmal dramatischer, Ausgangssperren und so weiter. Und dann guckst du in den blauen Himmel und denkst, was ist hier los? Falscher Film. Dann machst du dir natürlich schon Gedanken über ein Repertoire, was auch so diese Zeit nicht nur widerspiegelt, sondern was auch die Zukunft hoffentlich widerspiegeln soll. Und was gibt es für ein tolleres Stück als, ich meine, das ist ja auch in der Zeit in Amerika geschrieben worden, wo wirklich alles beschissen. Ja, absolut. Und dann und viel hat Leid. Louis Armstrong in der Zeit Segregation, große Problematik,
ganz furchtbar. Und dann gibt es jemanden, der in der Zeit die Lyrics raushaut, What a Wonderful World. Mhm. Ja, ist also, und das ist die Macht und die Power von Musik. Sie ändert Emotionen, man kennt das selber, sie sind an einem Tag ein bisschen schlecht drauf, sie hören einen Song, ja. es transformiert, wandelt die negative Emotion in eine positive. Und das ist eigentlich das Geschenk, was ihr Musiker uns gibt. Ist es das Geschenk, was ich aber auch zurückbekomme. Also ja. Für mich ist das das Schönste, wie gesagt, wenn es zwei oder drei Leute gibt, die im Publikum sitzen und Spaß dabei haben. Das müssen gar nicht 30.000 sein oder 13.000. Also ich habe ja auch klein angefangen. Ne? Ja. Als ich aus New York zurückgekommen bin, habe ich ja wieder von null alles anfangen müssen. Ja. Und da hat man auch mal vor, gibt es auch kleine Videos in Hongkong in irgendeiner Mall gespielt und dann sitzen da ein paar Leute vor mir, finden das aber toll. Ja. Das war für mich das Größte. Ich hatte gerade das erste Crossover-Album aufgenommen und da waren 10 Leute da und natürlich sind es irgendwann mal durch den Abend mehr geworden. Ja. Aber das sind so Erfahrungen, du spielst im Endeffekt für eine Person. Und wenn es zwei werden, dann hast du richtig Glück gehabt. Ja, naja, bei dir sind ein bisschen mehr als zwei geworden. Ich freue mich aber immer über die eine Person. Auch über die, und das zeichnet dich aus. Und das ist das Gefühl, was man auch hat. Ganz kurz übrigens zur DVD, da sind wir bei den letzten Stückzahlen. Wenn du möchtest, einen letzten Song. Sehr, sehr gern. Hast du dann irgendeinen Wunsch? Sollen wir was Klassisches machen? Sollen wir was? Etwas, warte, Sekunde. Sekunde. He's a pirate. Oh. Oder hast du es? Muss ein bisschen was arbeiten. Aber eine wirklich schöne Nummer, die ich gerne spielen würde, ist auch auf dem Album drauf. Bitte. Imagine von John Lennon. Oh, nein, that's the best ever. Zweite Tag, wo ich spielen darf. Ich hatte einen Kapselanriss im Finger. Das stimmt. Wahnsinn, das stimmt. Ich weiß, als wir im ZDF da durfte zusammen ich gar waren, nichts machen. Nee, in der Terra X Show saß er mit so einem Finger. Der kleine Finger. Saß er, ist er so durch die Gegend und wir waren alle geschockt. Leben geht ja weiter. Man darf ja nicht irgendwie sagen, hey, komm, jetzt sage ich alles ab. Nee, 6 Wochen hatte ich da eine Schiene drauf. Und seit vorgestern ist das Teil wieder ab und ich darf Gott sei Dank wieder spielen, weil das mit 2, 3 Fingern spielen, das kann gar nichts. Ja, das muss so sein wie ein Sportler, der nicht laufen darf, wenn man als Geiger einen Finger nicht benutzen darf. Das ist unangenehm, vor allem, weil natürlich die ganze Handhaltung dadurch auch drunter leidet. Ne? Wenn du den Finger so gestreckt hast und musst dann mit den 3 Fingern rund, das kann gar nichts. David, du hast uns heute ein ganz besonders Geschenk gemacht. Also ich kann wirklich... Wir haben ja auch da draußen. Na, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, zu sein. Du natürlich auch, Judith. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Es ist eine besondere Bereicherung, dich zu erleben, deine Worte zu hören. Und man kann natürlich vieles noch nachhören und vieles miterleben, wenn Sie die DVD oder die CD haben. Schauen Sie, dass Sie noch eine Biografie bekommen. Außergewöhnlich, definitiv eine Sternstunde hier bei uns bei HSE, ganz sicher. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja? Und Dann schauen wir mal. Und nicht vergessen, die Tour beginnt und wir sehen uns im Rom. Dann ist auch ordentlich geübt alles. Genau. Die Bandage ist dann weg. Und die Bandage ist weg und du beginnst, glaube ich, in Deutschland die Tournee, oder? Wir fangen in Italien an, im Herbst. In Italien. In Deutschland, in alle Großstädte. Bitte vorbeikommen, wird sensationell. Lasst es euch gut gehen. Wir lassen es krachen auf der Bühne für euch. Bravo, wunderbar. Vielen Dank und wir sehen uns gleich mit Kosmetik. Bis gleich. Charismatisch, virtuos, vielseitig. Stargeiger David Garrett, zu Gast bei HSE. Am 25. Juni um 18 Uhr.
Treue-Abo-Vorteile. Automatische, bequeme und regelmäßige Lieferung. Produktverfügbarkeit unabhängig vom TV-Angebot. Keine Versandkosten. Dauerhaft günstiger Vorteilspreis. Frei wählbarer Lieferrhythmus. Alle 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Monate. Harry Evans präsentiert Ihnen Schmuck in vollendeter Form. Faszinierend, einzigartig und von bleibendem Wert. Freuen Sie sich auf Harry Evans und auf die schönsten Schmuckstücke aus aller Welt. Harry Evans. Faszination Edelsteine. Vornehm. Elegant und immer ein Highlight. Der zauberhafte Brillantring aus 59er Platin ist dank seiner klaren Schönheit ein ganz besonderer Blickfang. Der kühle Platinschimmer wird wunderbar durch das getönte Strahlen des lupenreinen Champagner-Brillanten ergänzt. Ihre Haut ist ein Spiegel für Emotionen, Empfindungen.